Jurastudentin Isabella macht beim Hochschulsport Capoeira mit. Eine Mischung aus Tanz und Kampfsport. Sie ist Anfängerin. Da ist auch das normale Training eine Herausforderung. Akrobatik ist Nummer eins. Da bin ich eine absolute Null. Also ich lerne gerade, wie man ein Rad macht, der dabei auch noch schön ausschaut. Weil man muss es ja auch, Ästhetik spielt ja auch eine Rolle. Eigentlich wollte sich Isabella beim Hochschulsport zum Boxen anmelden. Der Kurs war dann aber schon voll. So wurde es Capoeira, der etwas andere Kampfsport. Ich habe zwar vor einem Jahr angefangen, aber konsequent bin ich vielleicht erst seit einem halben Jahr dabei. Ich würde sagen, ich kann schon etwas. Was genau sie heute erwartet, weiß sie nicht. Trainer Lúcio Queiroz de Oliveira spielt das Saiteninstrument Berimbau und macht die Ansagen. Das Training heute wird noch eine spezielle Überraschung für Isabella bereithalten. Und jetzt kicke ich. Du kannst zuerst runtergehen. So richtig nach Kampfsport sieht das eigentlich nicht aus. So ganz ohne Körperkontakt. Wenn wir miteinander spielen, ich sag Spiel, weil es eben nicht komplett ein Kampf ist, dann ist das Ziel nicht, den anderen zu treffen. Das Ziel ist nicht zu zeigen, dass man stärker ist als der andere. Das wäre dann relativ einfach. Du machst Kampfbewegungen, aber erwartest bzw. hoffst auch, dass der andere ausweicht. Und klappt das mit dem Ausweichen immer? Also ich wurde schon auf den Kopf getroffen. Ich habe auch schon jemanden auf den Kopf getroffen, als man überlebt ist. Was man auch lernen muss, Portugiesisch. Obrigada. Es ist halt eben alles. Man muss auch, wie man gerade sieht, man muss auch singen und Instrumente spielen irgendwann mal. Sonst kriegst du auch später keine höhere Kordel. Also es gehört auch dazu. Für die ersten Trainings braucht man noch kein Capoeira-Outfit. Normale Sportklamotten gehen auch. Capoeira kommt aus Brasilien und wurde dort im 17. Jahrhundert von afrikanischen Sklaven erfunden. Die Kampfkunst hat also einen ernsten Hintergrund. Capoeira begann in Brasilien dadurch, dass die afrikanischen Sklaven nur versteckt und nach der Arbeit den Kampf üben konnten. Und um das zu verstecken, haben sie eben dabei getanzt. Es ging darum, sich nach der Arbeit zu befreien und zusammenzukommen. Nach gechillter Feierabendunterhaltung sieht es nicht aus. Eher nach hartem Fitnessprogramm. Also dadurch, dass hier Studenten sind, macht unser Trainer auch oft Kraftübungen, weil er einfach erwartet, dass wir fitter sind und jung und stark und so weiter. Isabellas nächster Trainingspartner Sobrino ist sehr viel erfahrener als sie. Was sie jetzt noch nicht weiß, mit ihm wird sie gleich auch noch vor allen anderen kämpfen müssen. Wenn man mit jemandem spielt, der erfahrener ist und den nicht kennt, ist der Druck extrem hoch. Man merkt ja auch, dass viele auch Spaß darin haben, einen irgendwie so unter Druck zu setzen. Es hängt, also die Persönlichkeit von dem Spieler kommt ja schon stark raus. Und dann ruft der Trainer alle zusammen. Ein Kreis, zu viel. Ein Kreis. Wir machen jetzt eine Horde. Also es ist eben dann, wo man in Capoeira das Spiel macht. Das heißt, alle singen gemeinsam und klatschen. Und in der Mitte sind immer zwei, die miteinander spielen. Ist Isabella aufgeregt? Ja, ich habe das Gefühl, heute schaut mein Trainer besonders drauf, was sie macht. Also. Aber da muss man auch durch, würde ich mal sagen. Und Isabella muss gleich als Erste in die Mitte. Sie muss jetzt spontan auf ihre Gegnerin reagieren. Okay.
Und dann geht's los. Und dann musst du eh schauen, dass du, musst du dich komplett an deinen Partner richten. Da muss man sich einfach komplett konzentrieren, dass man halt nichts Falsches macht. Ein kampfloser Tanz als Kampfsport. Trotzdem gibt es Wettkämpfe und ein Punktesystem. Schiedsrichter bewerten den Kampf. Wie flüssig sind die Bewegungen? Gehen sie ineinander über oder wirken sie abgehackt? Gibt es viel Abwechslung? Der Trainer gönnt Isabella heute keine Pause. Sie muss gleich wieder in die Mitte. Ihren starken Gegner kennt sie schon von vorhin. Isabella schlägt sich ganz gut. Doch was wird der Trainer zu ihrer Leistung sagen? Ich bin mit Isabella zufrieden. Sie ist noch eine Anfängerin, aber sie trainiert regelmäßig. Sie macht Fortschritte. Aber Capoeira braucht sehr viel Zeit. Und es wird noch dauern, bis sie richtig gut wird. Isabella ist nach dem Training richtig ausgepowert. Was natürlich sehr cool ist. Immerhin kommt man ja auch hier, um zu schwitzen. Aber wir haben ja eben die Horde gehabt. Und wie man auch sieht, kann das auch ziemlich einschüchternd sein. Also egal, wie lange du dabei bist. Aber heute war es echt gut. Und ist Isabella zufrieden mit ihrer Leistung in der Horda? Nein. Natürlich nicht. Aber ich glaube, irgendwie ist man das nie. Also das Ziel jetzt erstmal ist auf jeden Fall, mal so weit zu kommen, dass ich bei einer Meisterschaft mitmachen kann. Aber bis ich da ankomme, wird es auf jeden Fall ein paar Jahre dauern. Aber auf jeden Fall, ich will es auf jeden Fall mal machen. Für Isabella ist es noch ein langer Weg. Neben einem guten Körpergefühl braucht sie für Capoeira vor allem das. Ausdauer und viel Geduld. Wir sind eins. ARD.